So, da kommen wir zum Nachbericht und wir sehen, ja, das war super, das Ding. 3-0 gewonnen und unter Haring zerstört. Und ich würde mal sagen, das Ding müssten wir eigentlich schon, ja, so gut wie sicher haben, den Nicht-Abstieg. Also wir haben unter Haring echt schon zerstört. Also die hatten ja wirklich überhaupt keine Chance gegen uns. Die hatten eine Möglichkeit, ja, am Ende hatten sie nochmal zwei Möglichkeiten, so eine Kleine. Aber eine richtig gut und die hat Daniel einfach mal locker entschärft. Unser Torwart. Wir wollen gleich mal gucken, die Form hier ist auch wieder, ja, geht nach oben. Naja, die letzten Spiele sahen gar nicht so gut aus. Wir sehen, Julian Engers kriegt hier eine 4, die Einwechslung. Meier kriegt 3,5, verstehe ich nicht. Habe ich schon, vor der Folge, also in der letzten Folge schon gefragt. Guckt man ein bisschen blöde, kriegt eigentlich kurz, ja, nach seinem Tor kriegt dann 1,5 und dann kriegt dann auf einmal kurz vor dem Ende 3,5. Weil Unterhaching Chancen gekriegt hatte, aber ja, so ist das Spiel eben. Wir sehen Meier die nächste gute Note hintereinander. Das hat man eigentlich schon, ja, weiß nicht, am Anfang der Saison erwartet, dass er hier eigentlich nur Einsen oder, ja, nur Einsen hört sich bescheuert ab, ne? Aber hier 2, nur, also 2,5 oder 3, höchstens noch 3,5, aber wie immer dazwischen. Mehr so 3, zwischen 3 und 1, so hat man mehr oft, aber war ja nicht so die Saison. Die sah ja nicht so gut aus für Meier. Aber jetzt, ja, am Ende der Saison, wo es wichtig wird, ja, da trifft er. Oder trifft er nicht, oder ist er da? Präsent zeigt er jetzt. Und das ist wichtig. Wir sehen doch Tomalla hier, sein erstes Tor im vierten Spiel. Da hatte Armin natürlich eine bessere Leistung, wo er kam. Kam, triffte und siegte. Armin, aber heute war nicht sein Tag. Also was der für Dinger. Er hatte wirklich 5 Chancen, 5 hochkritische Chancen. Die hat alle verkackt. Also der ist auch schon mal ein bisschen komisch. Ja, auch mal ein paar Dinger drin machen können. Er ist auch jetzt schneller geworden, ne? Weil noch Anfang der Sachen hier nur so eine, 59 oder so. Wenigstens geht das steil aufwärts. Wir sehen natürlich Unterhaching der beste Torwart, der beste Spieler war der Torwart so. Und Benjamin Schwarz, wo wir eigentlich den Schwachpunkt gesehen haben, der ist natürlich dann der beste. Ist klar, Jungs. Oder Spiel besser gesagt. So, wir sehen Mario Erb, Yannick Thier und Götze. Da kam nix. Nada. Überhaupt nichts. Kevin Hingler, der hat hier gleich eine 6 gekriegt, der junge Bursche. Oder nee, ist er schon, ja, auch so noch jung. Kommt er denn her? Auch aus Unterhaching. Unterhaching hat alles, alle jungen Spieler. Also es sind ein paar Dinger hier. Wir sehen Meier, Eggers. Kannst du einfach nur stolz sein auf so eine Mannschaftsleistung von unseren ganzen Spielern. Wer mehr Ballbesitz, mehr erfolgreiche Pässe, mehr Schüsse, mehr Chancen. Die hatten nur 2, wir hatten 4 Schüsse, hatten sie, das ist nicht wenig, ne? 4 kannst du auch mal 2 Tore schießen. Haben sie aber nicht geschafft. Mila hat heute den Sololauf. Wollte er wieder den Argentinier machen? Hat der für eine Note gekriegt? Mila 2,5, schön. Dann gehen wir mal gleich in die Ergebnisse. Aber warte mal, wir könnten mal gucken, wie viele. Ja, 3690 und nur knapp 200 unter Haring kamen. So, FSV Frankfurt gewinnt gegen Dortmund. Schön. Damit bleiben die Franken weiter vorne drin. Ne? Sind nur 6 Punkte. Auf dem Aufstiegsplatz. Und Buchbach gewinnt gegen Bayern 2. Okay, 2-0. Dann gewinnt Kloppenburg. Achso, das sind wir, ja. Natürlich, das überspringen wir, das haben wir schon gesehen. Dann sehen wir, jener gewinnt gegen Darmstadt. Ja, letztes Spiel gewonnen hatten. Da wollten wir wieder mal einen kleinen Lauf bringen. Hat nichts gebracht. Ne? Dann sehen wir Duisburg. Ja, gewinnt 2-1 gegen Eintracht Trier. Da hatten sie Pech. Wir sehen Stefan Boll mit einer 3,5 und wo, oh, spät wieder mal. In der 79. Minute kriegen sie das Ding rein. Und Trier ist jetzt auf den letzten Platz. Buchbach und wir, also Buchbach und Kloppenburg sind schlecht in der Saison gestartet. Und ja, stehen viel besser als gedacht. Ne? Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir 35 Punkten schon nach 25 Spieltagen haben. Arschstark. Auch vom Buchbach. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sie jetzt schon 28 Punkte haben.
6 Punkte auf dem ja nicht Abstiegsplatz. Könnte nochmal knapp werden. Wir haben 12. So, wir können auch weitergehen. Wir sehen Wiesbaden. Oh, die haben mal eine Führung gerettet. Wir wissen ja, die hatten ja ein bisschen das Pech am Fuß kleben. Ah ja, haben sie mal wieder gut gespielt. Der Florian Flomowitz, tut mir auch leid. Ist auch ein starker Torwart. Also ich finde ihn ein starker Torwart. Natürlich hat er seine Probleme mit der Größe, aber Reflexe ist er stark. Wir sehen, oh, Stuttgart gewinnt gegen Sandhausen. Wir sehen Hannover nur gegen Erfurt 2-2. Also die hier vorne hier, die lassen Punkte liegen, ne? Duisburg darf wegziehen. Sandhausen verliert und Erfurt nur unentschieden. Heinheim verliert. Und Frankfurt kommt dadurch dran. Das ist auch mal eine Sache. Wir sehen Regensburg gewinnt 1-0 gegen Rostock. Okay, und damit ist Rostock immer noch, ja, müssen aufpassen. Jetzt sind wieder nur 2 Punkte. Ja, Chemnitz rettet das Ding irgendwie über die Zeit. Oh, die hatten eine komplette 45. Minute oder 45 Minuten, um den Ausgleich zu schießen. Haben sie aber nicht geschafft. Das nennt man dann Pech. Markus Zierreis ist der Bruder von Philipp, ne? Weiß ich gar nicht, ne? Da gibt es noch den Philipp Zierreis, der spielt bei St. Pauli. Ob er da noch spielt, keine Ahnung. Kennt man eigentlich mal hier wo? Zweite Liga? St. Pauli, ne? Sagst, redest gerade über St. Pauli, spielen die da vorne mit Lennarty. Jan-Philipp Kaller. Wo ist er denn? Sebastian Mayer. Dennis Rosin. Alexander Rosin, ne? Der Koch. Zweite Mannschaft, Markus Thoran. Wo ist er denn? Den muss ich mal eingeben. Aber wir können mal gucken. So, immer noch Dresden, ja, Aue und Bielefeld kämpfen um die Abstiegsplätze. Wir sehen Freiburg, Lautern, Ingolstadt, München, St. Pauli kämpfen alle um den Aufstieg. Dann kommt eine kleine Lücke, 6 Punkte. Dann kommt Augsburg, Nürnberg und Union. Also ich würde mal sagen, ab Nürnberg kannst du das eigentlich schon vergessen. Dann schafft das keiner mehr. Die müssen, Union müsste jedes Spiel jetzt gewinnen. Das glaube ich nicht. Schaffen sie nicht. So, gehen wir mal in die erste Liga. Und gucken mal. Führt immer noch 7 Punkte. Oh, oh. Das sieht nach Abstieg. Direkt Aufstieg und dann wieder direkter Abstieg. Ja, so ist es. Haben einen Punkt gegen Düsseldorf geholt, aber die haben schon 24 Punkte, die sind da ein bisschen safe. Bremen nur mit 16 Punkten, also die kämpfen schon wieder gegen den Abstieg. Kölner mit dabei, verlieren nach einer Führung 3-2 gegen die TSG. Und wir sehen Bayern, ja, haut wieder ab und Mainz, ach du Scheiße. Durch den Kauf von, wer ist der, Dominik Heinz, sind sie noch stabiler geworden oder was? Oh, wow, wow, die haben richtig gute Spieler. Also da musst du aufpassen. Ja, du. Der Portugiese oder was? Nee, das ist nicht den, den ich meine. Nee, hätte bei Fenerbahce oder nee. Fenerbahce? Nee, weiß ich gar nicht. Irgendwo in die Türkei hat er mal gespielt. Nee, dann sieht doch alles wie immer aus. Dortmund nur Vierter. Da sind auch noch 3-4 Punkte auf dem zweiten. Wir gehen mal jetzt in die Stimmen. Fußball von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer Turan aus Kloppenburg. So, ein verdienter Sieg des BV Kloppenburg. Daran ist nichts zu zweifeln. Wir haben uns nach dem 1-0 zu naiv angestellt. Florian Bischler. Okay, ja, das hat er schon klar formuliert, das ist alles richtig. Wir sehen nur Max Meyer ist drin, schade. Hätte ich noch ein paar andere Kollegen gegönnt von uns. Wir können mal in die Teamleistung gehen. Das war ein super Spiel, 2,68. Stark, die ganze Saison. Stehen wir auf 7. Da würde ich auch gerne stehen bleiben. Solange wir nicht ganz weit hinten stehen, bin ich zufrieden.
Wir sehen jetzt da direkt schon, ja, eine 3,0, wird immer besser. Dann haben wir dann noch hier Tim Wertke, Tim Hofmann, Robin Leupert, Armin, Nuri, Hummel und Meier. Der kommt jetzt auch mal langsam nach vorne. So, Tipp. Ach, wir hatten ja Tipp Oskar Wohlfahrt verletzt. Ganz richtig aufgefallen, ne? So, der FC Rot-Weiß Erfurt war das erfolgreichste Team im Winter. Okay. Meier erzielt sein erstes Tor. Volland, Kevin Volland wechselt nach Leverkusen. Aha, das ist auch mal ein komischer Transfer. Kevin Volland, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, da ist denn der Sieg. Jetzt gegen Bayern Zweite. So, das wird schwierig. Hier steht Pep Guardiola. Und dann kommt ja schon das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund. Also da kommen jetzt schöne Spiele auf uns zu. Das ist natürlich DFB gegen Borussia Dortmund. Auf jeden Fall 3D. Meier Stimmung verbessert sich. 13 Tage, also eigentlich noch 2 Wochen. Meier jetzt schon eine 73. So, die Mitarbeiter, ihre Sponsors, die Freikarten für das Spiel in die Unterhachinger ergattern konnten, zeigten sich zufrieden mit dem Sieg und haben ihren Spaß beim Match gehabt. Ihr Image bei den Sponsoren hat etwas zugelegt. Dankeschön. Gucken wir mal die Form an. Meier, eine 17er Form, hat jetzt schon 71. Richter mit dem Weltspieler. Esther fällt nur eine 59. Ja, ja, das geht schon mal besser. Zweite Mannschaft, Assistent. Infrastruktur, könnten wir ja mal gucken. Stadion, Statistik. 6810, schön. Also es läuft solide, wie die ganze Saison schon. Das finde ich schön. Das ist was bringt. Und jetzt der 11. Wir können uns 11. nennen. Ist das auch was Schönes? Der 11. gegen den 8. Ein Verfolgerduell. Um den Aufstieg. Wir steigen noch auf. Nein, nein. Also nur ein Witz. Jetzt nehmen wir aber erstmal Adam Szolai. 18 Spiele, 12 Tore. Und wir sehen Kevin Rapp. Oh, wenn ein Torwart drin war oder drin ist bei Spieler des Monats, dann ist das schon starke Leistung, weil das siehst du nicht oft. Oh. Hört sich langweilig an. So, Heinheim gegen Duisburg. Oh, das wird spannend, genau wie Erfurt gegen Sandhausen. Also komm heute ordentliche Knoller dran. So, Nachrichten. Scouting abgeschlossen. 7 schon. Enzmann Kretsch will jetzt weiter trainieren. Scouting abgeschlossen. Tim Hölscher. Okay, Fabian Enzmann, Trainingssieger. Linksverteidiger, super schön, hast du super gemacht. Bewusstsein trainieren, 2 Kämpfe. Ja, dann muss er noch ein bisschen drin lernen, um Linksverteidiger besser zu können. So, Armin Tomalla. Nuri. Meier, Milad und Westerfeld. Der immer noch eine 9er Form hat. Und dann die Abwehr hier. Pup, pup, pup. Das ist schon krass, die Form. Also, schöne Sache. Dann können wir mal eigentlich in die. Ach, Gespräche wird schwer, ne? Wir haben ja kaum Sachen, um Leute zu besprechen. Jan Meier, ja, wusste ich doch. Gerdes. Also, da müssen wir auf den Sonntag warten. Super letztes Spiel, Tomalla. Milad, okay. Harald Budimeier. Okay, können wir nichts sagen. Gerdes. Neuper Tim Wertke. Okay. Mannschaftsführung ist klasse. Ja. Armin, du hast gut trainiert. So, Westerfeld. Ich brauche dich in Topform. Hätte ich sagen dürfen. Doch, haut sich jetzt voll rein. Schön. Tim Hofer müssen. Nee, kann man dem was sagen? Du musst deine Ziele herunterschrauben. Akzeptiert es.
Philipp Suhan, du hast gut trainiert. Hummel, Jenicke. Nuri, okay. Kimi Rashi. Sieht schick aus. Mayane 73. Zweite Mannschaft, haben wir da irgendwas? Ja, Thomas könnte man mal quatschen. Thomas, Mannschaftsführung ist klasse. Liegt zwei Moralpunkte zu. Kosenko auf Jan Schlögge. Kippe im Training alles. Moritz streiten, muss körperlich stärker werden. So, die letzten hebe ich für Meier auf. Wir könnten mal hier auf Julian Bennert gucken, ob der wieder enttäuscht hat. Nee, hat er nicht. Schade. Warte mal. Könnten wir eigentlich gleich wieder durchgehen. So, Oldhof. Wir haben ja letztens, ich habe es letztens mal ein bisschen beobachtet. Ja, der kriegt kaum Spielzeit mehr, weil er irgendwie ein anderer Linksverteidiger ist. Blender. Ich weiß es nicht mehr aus, wo der kommt. André Truben. Jo. Hat jetzt hier ein paar Spiele gemacht und sieht nicht so gut aus gegen Berliner AK, eine 5. Stefan Boll, ja. Lässt sich sehen. Fast immer gute Noten, das freut mir. Karabulut. Ja, die ganze Verhältnis, die ganze tolle Kloppen, den können wir dann in der zweiten Mannschaft schicken. William Bennett immer wieder mal eine gute Leistung. Denke ich mal auch verletzungsfrei. Ja. Dann wollte ich eigentlich mal den Verein gucken, ne? Ich wollte euch hier zeigen. Ja. Den Linksverteidiger, den sie sich geholt haben. Da, den Holländer, genau, war doch Holländer. Nabi Meinders. 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 Kommt aus Holland. Eine Holländer kommt da vielleicht aus Holland. Ne? Was für eine Theorie. Von mir, wir gehen einfach mal in die Taktik. Aber wieder nur Blödsinn. Dann gucken wir uns mal den Gegner an. Mein zweite. Oh. Claudio Pizarro. Oh. Ja, dann schnappt ihr den mal, Westerfeld. Also auf jeden Fall die beiden. Kurt. Nina Kurt. Da müssen wir aufpassen. Memtis. Aha, Flanken kann er nicht. Kein Kurt. Ah, kann er so. Wissen wir ja nicht ganz genau, was ist das Problem. Dann nehmen wir mal. Ach komm. So. Machen wir das so. Dann schnappt sich gerne den Kollegen hier auch nochmal und dann lassen wir das so. Ohne Vorgaben, das können wir jetzt schon mal sagen. Probieren Sie mal mit der Abseitsfalle, vielleicht bringt es ja was. Hat ja gut gelaufen. Ist gut gelaufen. Aus der Nase, ne? Alle schick. Ich würde mal sagen. Oh, können wir was sagen? Können wir schon was sagen? Wie weiß ich auch nicht. Haben wir alles gesagt? Ich weiß gar nicht mal, was wir gequatscht haben. Ich bin so verwirrt. Nehme ich. Ja, komm. Haut rein, bis dann. Ciao.